Ja, ich muss leider Gottes den Livestream absagen. Es tut mir wirklich leid für viele, viele, die sich darauf gefreut haben. Das Problem ist an der Sache leider, ich bin erstens hundemüde. Ich möchte mir keine Fehler hier erlauben, im Sinne von, ich mache aus Versehen irgendwas kaputt, weil dafür sind mir die Teile doch, auch wenn sie mir geschenkt wurden von meinen Eltern, einfach zu wertvoll. Und des anderen, ich habe kein Werkzeug dabei. Das Problem ist beim Lüfter, der Lüfter hat eine Backplate verbaut. Also quasi, ich muss eine Backplate erstmal also beim Mainboard befestigen, also unten diesen Schrauben und so. Und das ist halt ein bisschen komplizierter im Vergleich zu Boxkühler Bumm drauf. Und ich bin mir echt am Überlegen, ob ich nicht den Lüfter austausche gegen eine etwas einfachere Variante. Ich muss gucken, weil es wie gesagt für mich auch das erste Mal ist und ich möchte da nicht irgendwie groß was kaputt machen, auch wenn es eigentlich idiotensicher sein soll, wie zumindest viele sagen und behaupten. Aber eben wie ich mich kenne, geht es dann doch kaputt. Auf jeden Fall, ja, werde ich jetzt erstmal auch diese Ankündigungsvideos erst dann wirklich machen, wenn ich mir wirklich sicher bin, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich gar keine Ankündigungsvideos in der Form machen, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass es dann eh nicht funktioniert. Heißt also, wegen meinem Zusammenbauvideo, dass ich kein Infovideo rausbringen werde, sondern dass ihr einfach schauen könnt. Also ich sage immer so, zwischen 18 und 20 Uhr mache ich die Livestreams dann und da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ich meine, werdet ihr benachrichtigt, ob ich ein Video mache, beziehungsweise einen Livestream mache, und da könnt ihr ja dann gerne vorbeischauen. Wie gesagt, tut mir leid, aber ich möchte euch auch keine Hoffnungen machen wie jetzt. Und ja, habe ich so drauf gefreut und dann am Ende geht das doch nicht, weil ich einfach arg kaputt bin. Ich habe kaum geschlafen und ich habe kein Werkzeug dabei, was mir wie gesagt sehr peinlich ist, weil eigentlich sollte man Werkzeug dabei haben als Informatiker. Aber nun gut, wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr so ja noch vorhabt, geplant habt. Und ja, einfach nochmal ein großes Sorry, aber ich möchte einfach keinen gröberen Fehler machen, sodass der PC danach nicht funktioniert. Ja, das Risiko ist mir einfach zu groß, weil die Teile sind doch relativ teuer und ich möchte einfach sorgfältig mit den Sachen umgehen. Deswegen werde ich das Ganze verschieben. Eventuell, wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wann ich es mache. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Ich gucke, wann ich gerade Zeit und Lust habe dann und vor allem auch wach genug bin. Und ja, war aktuell, bin ich einfach übermüdet. Aber wie gesagt, tut mir leid und ja, dann halt bis zum nächsten Mal.